Hallo, liebe Leute, heute gibt es wieder etwas Rustikales aus der Berliner Küche. Und zwar Kalbsleber Berliner Art. Nicht mit Bratkartoffeln, sondern mit Würfelkartoffeln. Aber es ist so, wie man es bei uns hier in Berlin macht, ein typisches rustikales Gericht. Und wie ich das gemacht habe und vor allen Dingen, wie es zum Schluss aussah, das seht ihr jetzt. Und hier die Zutaten. Wir brauchen Leber. Bei mir ist das jetzt Kalbsleber, 350 Gramm. Wir brauchen etwas Butterschmalz, Butter, Kartoffeln, einen Apfel, eine Zwiebel und etwas Mehl. Und natürlich wie immer Salz und Pfeffer. Wobei hier jetzt auch gleich der erste Hinweis: die Leber vor dem Braten nicht salzen. Da das Ganze hier in einer Pfanne stattfindet, also in einer Pfanne, sollte man sich alles gut vorbereiten, also sprich Zwiebeln und Kartoffeln schälen und die Kartoffeln würfeln und die Zwiebel in Halbringe schneiden. Den Apfel machen wir etwas später. Wir stellen uns eine Pfanne auf und geben hier Butterschmalz hinein. So, ich habe schon mal etwas Salz und Pfeffer drauf gegeben. Und jetzt lassen wir die Kartoffeln anbraten. Ab und zu mal etwas durchschwenken und immer schön darauf achten, dass die Kartoffeln einzeln am Boden liegen, also nicht übereinander, weil die sollen ja auch gar werden. So, 10 Minuten und ja, Hitze, mittlere Hitze, bei mir ist das 6 von 9. Kommen die jetzt hier auch raus? Ja. Ahoi. Und Spüli ist auch wieder da. Sehr schön. Ja, kommen die jetzt hier raus auf ein Küchenkrepp? Weil die sollen jetzt erstmal fertig gar ziehen. Und etwas abtropfen. Jetzt kommen unsere Zwiebelhalbringe hier hinein. Und jetzt wird es Zeit, den Apfel vorzubereiten. Dazu schneiden wir uns hier Scheiben ab, nicht zu dünn, nicht zu dick. Da ich meinen Apfelstecher ja gerade nicht finde, machen wir das heute mal etwas anders. Und Kerngehäuse einfach mit einem Schälmesser herausschneiden. Sieht jetzt nicht so elegant aus, aber das ist ja auch ein rustikales Essen. Hallo? So. Jetzt geben wir hier noch etwas Butterschmalz dazu. Gehen mit der Hitze runter auf 5 von 9. Geben die Zwiebeln jetzt hier auch auf einen Teller. Wenn sie dann, ja, sie können schon etwas Farbe nehmen. Also sie können auch goldbraun werden, sprich
Schwarz sollten sie nicht sein. Und jetzt kommen hier unsere Äpfel hinein. Respektive unsere Apfelscheiben. Jetzt kommt hier Pfeffer drauf. Und etwas Salz. Und schon mal eine Flocke Butter. Also nicht die Horst-Lichter-Flocke, sondern wirklich nur, ja, weiß ich nicht, wie viel Gramm, eben etwas Butter. Nach 2 Minuten einmal gewendet und so langsam nimmt der Apfel Farbe. Der sollte also nicht matschig werden, er sollte noch Biss haben und deswegen, ja, auch nicht nur des Geschmackes wegen, ein bisschen Butter, damit wir diese Farbe hinbekommen. Wir geben jetzt hier noch mal ein Stück Butter hinein. So, und jetzt kommt unser Apfel hier auf die Zwiebeln. Und jetzt widmen wir uns dem Hauptdarsteller. Und unsere Leber wird jetzt hier im Mehl gewendet. Da sollte man auch nicht allzu viel Zeit vergehen lassen, dass dieses Mehl irgendwo Wasser ziehen kann, sondern gleich aus dem Mehl in die Pfanne. Und hier kommt jetzt etwas mehr Butter drauf. Und wir gehen auch mit der Hitze etwas hoch auf 7 von 9. Ja, wann erkennt man, wann die Leber angebraten ist, wenn sich hier oben Fleischsaft bildet? Und nicht irritieren lassen, dass das jetzt so dunkel ist. Das ist in Ordnung. So, jetzt lassen wir das hier auf der anderen Seite noch circa 2 bis 3 Minuten etwas braten. Ja, ich bin mit der Hitze runtergegangen. Oh. Ich habe es befürchtet, der Rauchmelder. So, ich mache die Platte jetzt mal aus und werde anrichten. So, fertig angerichtet. Ein rustikales Essen, so wie wir es in Berlin machen. Ja, ich als Berliner müsste es eigentlich wissen. Guten Appetit, wenn es Spaß macht, nachkochen. Und ansonsten, ja, Daumen nach oben, na klar. Und wer noch kein Abo hat, einfach abschließen. Und netten Kommentar wäre auch nicht schlecht. Also, bis zum nächsten Mal.